Grüß dich, schön, dass du da bist. Hock dich her, willkommen im Bräustüberl. Ja, die ersten Fragen kommen über die Kommentarfunktion jetzt herein. Da freue ich mich sehr. Und der Zuschauer Sandrino hat gleich die erste Frage gestellt. Und zwar wollte er wissen, wie das mit der Grundierung aussieht von den Malgründen. Und da gebe ich natürlich sehr gerne Auskunft zu. Ich habe euch hier zwei richtig dicke Wälzer mitgebracht, den Welze und den Dörner. Das sind die zwei wirklichen Standardwerke, wenn es um Malmaterialien und Techniken geht. Und da schauen wir jetzt einmal kurz rein und dann erzähle ich euch dazu ein bisschen was. Keine Sorge, es wird nicht zu dramatisch. Ganz grundsätzlich wirken immer zwei Kräfte. Es ist einmal die Adhäsion und die Kohäsion. Die Adhäsion, lateinisch ad, der sind zwei verschiedene Schichten, also die Farbe und der Untergrund, und die gehen eine Bindung ein. Das ist die Adhäsion. Und dann gibt es noch eine zweite Kraft, das ist die Kohäsion. Das ist das, was die einzelnen Moleküle aneinander hält, also die Farb untereinander. Und wenn jetzt die Kohäsionskräfte stärker sind als die Adhäsion, dann bleibt die Farb beieinander und geht nicht eine Bindung mit dem Untergrund ein. Das ist eigentlich das Entscheidende. Es sind noch ein paar andere Kräfte, die Kapillarkräfte, das ist auch die, daher kommt die Saugfähigkeit vom Material. Also dass man jetzt, wenn man auf ein Tuch malt, natürlich die Farbe da wirklich hineingeht. Das ist quasi noch eine andere wichtige Sache. Was man also versuchen muss bei der Grundierung, man muss eine Fläche schaffen, wo die Farbe sich wirklich mit dem Untergrund verbindet und jetzt nicht beieinander bleibt und klumpt. Und dafür gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Man kann bei der Aquarellmalerei zum Beispiel, hat man immer wieder das Problem, dass dann die Farbe irgendwie beieinander bleibt und es gibt dann so hässliche Ringe. Das ist so ein ganz typisches Ding, wo eben die Kohäsion stärker ist als die Adhäsion. Da gibt es kleine Mittel, die gibt es auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Das ist jetzt zum Beispiel die Ochsengalle. Die wird ein bisschen dem Wasser zugesetzt und bricht die Oberflächenhaut auf und dann können sich die Moleküle besser verteilen. Aber das Ganze ist natürlich ein unglaublich schwieriges Thema und das können wir unmöglich ohne einen guten Schluck Bier bewältigen. Und deswegen erzähle ich euch erst was zu meinem Krug. Das hier ist der Prinzregent Luitpold. Das ist so mein Lieblingsmonarch. Das ist der Krug, den das Münchner Stadtmuseum 1988 rausgebracht hat zu der großen Ausstellung, die Prinzregentenzeit. Eine wunderbare Ausstellung, gibt es auch ein ganz tolles Buch darüber. Vielleicht stelle ich es euch auch einmal vor. Das ist der Prinzregentenkrug, also ein Faksimile, was herausgegeben ist. Das Original zum Todestag von 1911 habe ich auch. Das bringe ich aber ein andermal mit zu einem ganz besonderen Anlass. Ja, das Bier ist ein Riedenburger Emmerbier. Das ist unter anderem mit Emmer, das ist ein Urweizenart Malz gebraut. Es ist Weizen, es ist Dinkel, es ist Gerste und es ist Emmer im Malz. Und das ist ich kenne das Bier, es ist ein schönes Bier, sehr interessant. Ist auch ein Bioland, kriegt man ganz normal im Bio-Supermarkt. Es ist ein dunkles, ein trübles Bier, aber ohne, dass es wirklich süß ist. Das hat auch einen Bodensatz, das steht extra auf der Flasche drauf, dass man es ein bisschen schütteln muss, so ein bisschen wie ein Weißbier, dass man eben unten an die trüben Stoffe, die sich dort absetzen, hinkommt. Und da schaue ich, dass ich das jetzt hier in den Krug reinbringe. Das wäre knapp. Ja, aber geht. Und dann trinken wir auf euch, den Prinzregenten und das Bräustüberl. Und gleich sehen wir uns wieder. Ganz fantastisch. Es ist bitter, es ist kraftvoll, es hat eine gewisse Malzigkeit, aber keine
Süße. Es ist wirklich ein ganz ein deftiges, schönes Bier, so wie ich es mag. Jetzt haben wir ein bisschen was über die Physik und Chemie. Ich glaube, da verschwimmen so ein bisschen die Disziplinen gelernt. Aber ganz konkret, was macht man? Ich male ganz oft einfach auf Pappkartons. Das ist Buchbinderpappe, kaufe ich dazu. Buchbinderkarton, das ist eine schöne, starke Pappe. Die ist säurebeständig. Das ist ein gutes und günstiges Material, was ich für die Temperafarben zum Beispiel nehme oder auch die wasserlöslichen Ölfarben. Kann man schön mitnehmen, kann man sich in verschiedene Größen zusammenschneiden. Und da arbeite ich mit einem Kreidegrund, mit einem sogenannten Gesso. Manche sagen Gesso, ich weiß nicht, ich glaube, das klingt schon wieder zu sehr nach feine Leute malen. Ja. Also ein Gesso. Und zwar streiche ich einfach nur dieses Gesso, das ist ein Kreidegrund letztendlich, auf den Pappkarton. Ich zeige euch das im Video, dann könnt ihr euch das anschauen. Und damit versiegelt man einfach die Oberfläche, das heißt, es wird nicht mehr gesaugt und dieser Gessogrund geht eben eine schöne Verbindung mit der Farbe ein. Was noch ganz wichtig ist, ist die Rückseite. Die muss man auch eben einstreichen, weil sonst würde sich die Pappe wellen. Es reicht aber, der sparsame Maler, wenn man hier ein Kreuz drauf malt. Man muss nicht die ganze Fläche bekleben. Es reicht, dass quasi die Ecken, jetzt biegt das so rüber oder biegt so rüber und das Ding bleibt gerade. Das ist jetzt ein ganz klassischer Untergrund, den man zum Malen hernehmen kann. Ganz simpel, funktioniert, ist günstig, wasserlöslich, ist eine ganz einfache Geschichte. Jetzt hatte ich zwar gesagt, es ist Schluss mit der Chemie, aber es gibt tatsächlich noch einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz, den sich jeder Maler merken muss, wenn er sich entscheidet, auf welchen Untergrund, auf welche Farbe er wie drauf malt. Und dieser Grundsatz heißt Fett auf Mager. Ich überlasse es jetzt jedem, wie er sich das jetzt irgendwie merkt und welche Eselsbrücke er sich dafür bildet. Es ist immer Fett auf Mager. Das heißt, wenn man einen Untergrund hat, der mehr oder weniger viel mit Öl versetzt ist, wenn man jetzt zum Beispiel mit Leinöl seine Leinwand eingerieben hat oder auch mit einem Halbfetten, also das so wie zum Beispiel die Eitempera, dass ein bisschen Öl, ein bisschen auch wasserlöslich ist, dann sollte man immer nur mit der nächst fetteren Art obendrauf malen. Sonst kann es eben dazu kommen, dass die Farbe springt, dass es dieses sogenannte Craquelé gibt, dass dann die Farbe in irgendeiner Form reißt oder abblättert. Ich persönlich male nicht gern auf weiß. Die allermeisten Untergründe sind weiß. Das macht man, damit die Farben, die man da oben drauf legt, ganz besonders leuchtend sind. Das war früher natürlich wichtig, weil die Pigmente nicht die Leuchtkraft hatten, die sie inzwischen haben, durch die vielen künstlichen Pigmente. Das ist nicht mehr nötig. Man kann tatsächlich auf einem dunklen Untergrund immer noch wirklich leuchtende Farben machen. Und selbst wenn es einmal nicht klappt, kann man ja dann an den speziellen Stellen, wo man es gern leuchtend haben will, nochmal ein bisschen vorher mit Weiß drüber gehen. Was ich gerne habe, ist, wenn der Untergrund schon irgendwie eine Farbe hat, wenn der schon irgendwie leuchtet, wenn der mich inspiriert. Und was ich daneben mache, ist, ich nehme zum Malen statt einer Palette, nehme ich einfach schon mal irgendeinen weißen grundierten Untergrund und nehme den als Palette. Und dann schaut es so aus, dass wenn ich gemalt habe, ihr habt es bestimmt bei meinen Malvideos schon gesehen, ich habe dann immer am Schluss hier so eine Riesensauerei, die ich mitnehme. Das sind im Grunde die Palettenfarben, die ich dann ein bisschen am Schluss verteile mit meinem Mallappel. Dann habe ich dann so einen farbigen Untergrund. Andere Daten sagen, das ist schon ein schönes abstraktes Gemälde. Aber für mich ist das dann der Untergrund, an dem ich mich inspirieren lassen kann. Und zwar ist es ganz, ganz interessant, selbst wenn man jetzt hier was Oranges hat
Oder so, auch wenn man da was Blaues draufsetzt, ein bisschen scheint es doch noch durch. Manchmal bleiben ein paar kleine Stellen stehen und das sieht dann unglaublich interessant aus. Und man muss eben keine Palette mitnehmen und man muss kein Farb wegschmeißen. Weil es bleibt immer was auf der Palette. Ich bemühe mich zwar immer, dass ich sage, dass ich die verschiedenen Farben nehme und ich weiß, ich brauche mehr Weiß und ganz wenig Rot und so, aber letztendlich klappt es dann doch nicht. Aber dann habe ich schon einen schönen, grundierten Malgrund fürs nächste Mal. Was ich mir nur merken muss, ist, mit was habe ich das gemalt? Und da kommt diese Regel Fett auf Mager. Das heißt, wenn ich hier mit der wasserlöslichen Farbe gearbeitet habe, kann ich wunderbar danach mit einer richtigen, reinen Ölfarbe drüber gehen. Wenn ich aber mit Ölfarbe gemalt habe, darf ich nicht mit einer Tempera drüber gehen. Da muss ich wissen, das habe ich mit Ölfarbe, also mit Öl als Bindemittel, eine richtige Ölfarbe benutzt, darf ich wieder nur mit Öl drüber gehen. Ansonsten kann eigentlich nichts passieren. Und jetzt habe ich mich natürlich vollgesaut. Ja, inzwischen ausgegangen von der vielen Doziererei. Meine Pfeife, eine ganz, ganz schöne alte Dunhill, habe ich antiquarisch bekommen und selber so ein bisschen aufbereitet, damit sie wieder schön und sauber ist. Macht mir sehr viel Freude, nehme ich für englische Tabake. Da ist jetzt der Samuel Gabbeth Perfection drin. Latakia, ein englischer Tabak. Stinkt unglaublich, aber hier im Bräustübel bin ich ganz allein. Ihr riecht es nicht, ansonsten riecht auch keiner. Da kann ich den rauchen. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen Schnaps. Nachdem wir das letzte Mal ein bisschen Pech hatten mit der Marille, habe ich mir gedacht, jetzt bringe ich das Flaggschiff mit. Das hier ist von Michael Sporer aus der Getreidegasse in Salzburg. Ein wunderbar schönes, kleines Geschäft, wo man auch probieren kann im Zentrum von Salzburg. Und diese Marille haben mir meine Schwiegereltern mitgebracht. Sie waren auf den Festspielen. Und das ist wirklich das Flaggschiff meiner Sammlung. Das ist ein ganz, ganz kultivierter Brand, der einfach nur perfekt gemacht ist. Ich habe ja schon erzählt, ich trinke sonst sehr gern die Freihofmarille. Ich würde mal sagen, das ist so meine Standard-Tagesmarille. Die ist sicherlich sehr viel teurer, auch anspruchsvoller, ist nicht ganz so marillig, ist ein bisschen hintergründig. Aber das ist wirklich ein unglaublicher Tropfen. Riecht wirklich nach der Wachau. Ja, das kann man nicht toppen. Dann sind wir eigentlich schon am Ende. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert, mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr das Glöckchen betätigt, dann werdet ihr nämlich immer gleich benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht. Ich trinke auf euer Wohl. Macht's gut, fährt's euch.